Ja, herzlich willkommen wieder hier auf meinem Kanal. Und heute eine etwas traurige Sache. So möchte ich hier einem YouTuber, der hier einen erfolgreichen Kanal, der Seelenretter, hier schon seit längerer Zeit auf YouTube ist, mein herzliches Beileid aussprechen der Familie. Denn der David, der den Kanal gestaltet hat und maßgeblich auch geprägt hat durch seine Predigten über Gott, ist leider am Montag verstorben. War alles sehr, sehr schreckend für uns, wie plötzlich man aus dem Leben gerissen wird. Er war unterwegs auf dem Weg zu einem neuen Livestream, der am Montag auf dem Kanal gesendet worden ist. Und der David kam und kam und kam nicht. Aber wie gesagt, Näheres weiß ich dazu nicht. Ja, wir gehen fest davon aus, dass der Jesus ihn zu sich geholt hat. Wir wissen alle nicht warum. Und es ist alle sehr schmerzlich für uns. Hat hinterlässt eine Familie mit 6 Kindern. Und wir wissen es alle nicht, und aber das soll für uns auch eine Mahnung sein, dass es für alle Mal ein Ende gibt auf dieser Erde, wenn da Jesus nicht kommt und die Seinen zu sich holt mit einem nun Augenblick, wie es die Bibel uns sagt, dass wir hier mal sterben müssen und keiner weiß, wann sein letzter Tag ist. Und wenn wir die Sache auch nicht mit Gott geregelt haben, sagt die Bibel ganz klar, dass wir dafür in die Hölle kommen, wenn wir das Gnadenangebot Gottes nicht annehmen werden und nicht wollen. Ja, wenn wir uns in die Welt so umschauen, oder in Deutschland generell, hat der Glaube an die Bibel mittlerweile nicht mehr die Bedeutung, die er vielleicht mal hatte. Und wir kommen ja relativ gut selbst zurecht. Auch jetzt in Corona-Zeit haben wir auch irgendwie doch alles hinbekommen. Und ja, und hier der Kanal hat er echt auch darauf aufmerksam gemacht, dass es ein Leben nach dem Tod gibt und an seine Sünden bekennen muss, wie die Bibel eben sagt, Sündenbekenntnis vor Gott. Egal, ob ich wenig gesündigt habe oder viel gesündigt habe, das spielt bei Gott keine Rolle. Sünde, Sünde, jeder einzelne Gedanke, der nicht in Ordnung ist, den ich vielleicht über jemand anders gehabt habe. Neid, Habsucht, wie auch immer, das ist schon für Gott Sünde. Ich muss noch längst keinen erschlagen haben oder eine hohe Geldsumme mir eingesteckt haben in die Tasche. Nein, auch kleine Sachen sind vor Gott einfach Sünde, wo Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist und dafür gebüßt hat. Und das ist eben das Geheimnis oder das Wunder, dass wir alle, jeder Mensch zu Gott kommen kann in einem zum Beispiel stillen Gebet, indem er ihm das Gott beichtet, quasi nicht dem Priester oder wie auch immer halt, sondern dass Gott persönlich sagt, ihm um Vergebung bittet und dass er diese Sünde wegräumt. Und Gott tut das auch. Er vergibt jeden Menschen. Wir haben manchmal Probleme, dass wir nicht jeden unbedingt vergeben können, der uns vielleicht was angetan hat und immer noch dran denken. Und ja, aber Gott sagt wirklich in seinem Wort, dass er uns dann reinwäscht von aller Sünde durch das Blut, das sein Sohn am Kreuz gelassen hat. Ja, und das war auch der Davids Wunsch, dass jeder Mensch das annimmt und eben auf diesem Kanal eben Seelenretter, wirklich jede Seele angesprochen wird. Denn die Bibel sagt ganz klar, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt? Also ich kann Millionär sein, ich kann viel Geld haben, ich kann mir Versicherungen kaufen, sonst was, Immobilien haben, Ländereien haben, aber wenn ich krank wäre, wenn ich sterben muss, nützt mir gar nichts. Und dann gilt es, wie steht meine Seele zu Gott? Wie habe ich Frieden in Gott gefunden? Und dann, wenn ich das nicht habe, dann nützt mir meine ganze Kohle nicht, die ich hier habe. Und ja, dieser Kanal sollte eben da auch aufmerksam machen darauf. Und David war da wirklich ein sehr guter Prediger, der wirklich das mit Herz, Ehrlichkeit und auch guter Qualität gemacht hat, sehr ansprechend gestaltet hat. Das muss ich wirklich sagen. Ich konnte auch da noch sehr viel lernen. Und ja, ich wünsche der Familie, wie gesagt, Gottes Trost in dieser schwierigen Zeit, dass sie wirklich da gut drüber hinwegkommen, dass Gott ihnen hilft, ihnen beisteht. Wie gesagt, er hinterlässt eine Familie mit 6 Kindern, das ist eben sehr, sehr tragisch daran. Und ja, dass wir dafür einfach für sie beten, dass Gott ihnen Trost gibt. Stellvertretend vielleicht gucken welche zu, die das gleiche Schicksal erleidet haben, ihren Ehemann jetzt verloren haben. Und ja, auch du bist nicht vergessen, Gott denkt an dich, sieht das. Und lass uns darüber nachdenken, dass es für jeden eben mal ein Ende gibt und wir eben halt dann einmal sterben müssen und Gott von uns Rechenschaft fordert. Die Bibel sagt auch, ein
Wort schicke dich an, deinen Gott zu begegnen. Und das ist wirklich eine wichtige Sache. Ja, und ich möchte euch, da wollte ich auch da im Sinne Davids euch darauf aufmerksam machen, dass ihr euch mit Gott versöhnen lasst. Ja, bis dahin seid mir gewogen und wäre mir wirklich ein Herzenswunsch, dass ihr daran mal drüber nachdenkt. Ich werde unten nochmal den Kanal verlinken, da könnt ihr nochmal drauf schauen, falls ihr irgendwie was spenden wollt, weil das Gebet ist natürlich ganz wichtig, aber auch die finanzielle Sache, finanziellen Beitrag tut auch sehr gut in dieser Zeit. Dadurch bringt das ganze Geld den David nicht wieder zurück, zu seiner Familie zurück, das ist auch klar. Aber da kann ich schon erstmal ein bisschen Not lindern. Ich werde die unten veröffentlichen. Auf dem Kanal selber kann man es nämlich nicht sehen. Da habe ich einen Beitrag mal gepostet, wo ich die Kontonummer da reingepostet habe. Und vielleicht kann der andere, ein oder andere, der vielleicht auf dem Herzen hat, da was geben. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich. Und wünsche euch auch den Segen Gottes und dass ihr auch eine Begegnung mit Gott habt und einfach mal drüber nachdenkt.